Ich weiß nicht, wisst ihr noch, wo es so ein echtes, so ein richtiges, urtümliches Stück Bayern gibt? Also so, weißt du, wo so der Geist von Laissez-faire, Lehm und Lehm lassen, Monaco Franze und Karl Valentin weht. Gibt es sowas noch? Berge. In den Bergen, Bergen, ja. Vielleicht. Aber wenn man jetzt nicht in die Berge will, dann reicht es, wenn man in den Süden der Landeshauptstadt reist. Aber es geht schon Richtung Berge, nämlich in den Stadtteil Solln. Und da gibt es seit 50 Jahren einen Ort, ja, der ist ein richtiges Stück München, die Iballbühne. Und an Kirchweih werden wir tanzen und raffen uns gerade nur. Sogar der Bürgermeister, der haut mit dem Tischfuß zu. Und soll's zum Gebet grad leiten, na ist mit dem Raffa gar. Und wenn wir nachher Bett haben, nachher da schlagen wir noch ein paar. Ja. Jazzfan ist er. Theaterstücke und Gstanzeln schreibt er. Georg Mayer, der berühmteste Selfmade-Man des Bayerischen Volkstheaters. Seit Mitte der 60er Jahre macht er Theater. Seit vielen Jahren zusammen mit Tochter Georgia im altehrwürdigen Gasthaus Iberl in München-Solln. Der Sohn eines Bayern und einer Amerikanerin hat das Haus zum Mekka für Theaterfreunde verschiedenster Art gemacht. Dazu gekommen ist er. Wird Jungfrau zum Kind, wenn man so sagt. Ich wollte eigentlich da hinten einen Jazzladen etablieren. Habe ich auch gemacht. Aber das ist kommerziell natürlich ein Fiasko gewesen, weil die Musik zu gut war und die Leute das nicht kapiert haben, also wie es halt so ist. Und da bin ich finanziell ziemlich auf der Kippen gestanden. Und dann hat irgendeiner zu mir gesagt, mach doch da hinten ein Bar und Herder. Sag ich, spinnst du, ich als Jatz ein Bar und Herder? Wenn ich einen mit der Lederhosen sehe, dann gehe ich auf die andere Straßenseite. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, aber der Not gehorchend habe ich es halt probiert, weil ist ja nichts anderes gewesen. Und das ist dann auf Anhieb eingeschlagen, obwohl wir keine Ahnung gehabt haben. Keiner. Was folgte, war eine der Theatererfolgsgeschichten der Nachkriegszeit. Georg Mayers unkonventionelle Herangehensweise an traditionelle und weniger traditionelle Themen bescherte ihm Ruhm und Ehre, auch beim Fernsehen. Und so wurde die Iballbühne zu dem, was sie heute ist. Das charmante Reich eines Theaternarrischen. Was ist das? Dass das entzündet, das ist so wichtig. Mhm. Weil wenn du da hinten reinsprichst, ist weg. Okay, also wegen dem Akustischen jetzt. Wegen dem Akustischen, also, und auch vom Spielen gibt es natürlich. Mayer ist ein strenger Regisseur, der seiner Truppe viel abverlangt. Die Inspiration für seine Stücke kann sich im Wirtshaus finden oder von einzelnen Sätzen kommen, die Mayer hört. Sie verwandeln sich dann in Figuren und Charaktere. Ich fange ja nicht mit der Geschichte zu schreiben an, sondern ich fange mit den Figuren an. Und warte, dass mir die Figuren die Geschichte erzählen. Und dann ist oft so, dass ich sage, jetzt muss ich endlich fertig werden, weil ich möchte wissen, wie das Stück ausgeht. Tochter Georgia kümmert sich um Bühne, Kostüme und Gastauftritte der Truppe und spielt oft selber mit. Das Iball-Gasthaus war früher ihr Zuhause. Ja, als ich Kind war, habe ich hier halt auch gewohnt mit meinem Vater. Und wir haben eine schöne Vier-Zimmer-Wohnung gehabt und für mich war das als Kind, also es war ja bis ich von Geburt an, bis ich 6, 7 war das eigentlich ein Paradies für mich. Direkt hinter der ehemaligen Wohnung liegt das, was in keinem Theater fehlen darf. Ja, das ist unser Fundus. Requisitenraum, alles, was wir brauchen. Seit 1966 sammeln wir hier alles, Bühnenbild, Kostüme. Ja, und dementsprechend chaotisch schaut sie halt ein bisschen aus, gell, aber ich kenne mich schon aus, wenn ich was finden muss. Da haben wir zum Beispiel die Luise Kinseher. Die hat bei uns auch schon mal mitgespielt. Ja, und wenn mein Vater sagt, er braucht jetzt für das neue Stück diese oder jene Requisite, dann kann ich behaupten, bin ich die Einzige, die es finden wird. Und ich fand es immer ganz toll, als Kind mit Freundinnen haben wir uns dann hier ganz leise während der Vorstellung, ja, auch natürlich ohne Licht, haben wir uns dann hierher gekniet. Und ich fand es ganz aufregend, wenn ich dann die Luke aufgemacht habe und und dann konnte ich hier nämlich schön zuschauen. Der Ball liegt doch ganz klar auf der Hand, oder? Nicht doktriert, sondern oktriert heißt. Jetzt geh weiter. Ja, geh weiter. Ja, du hinterwärtiger Bierbiesler, dir reiß ich doch gerade deinen Arsch ab und schmeiß ihn dir. Auch Monika Gruber war jahrelang Mitglied der Iballbühne, bevor sie ihre Solokarriere begann. Im Ensemble hier sind alle Profis. Und nicht nur Xaver Huber schätzt die Vielschichtigkeit von Mayers Stücken. Da ist ja überall irgendwo ein versteckter Witz teilweise drin. Dieses Hintergründige. Und dann, man weiß nie das Ende.
Keiner kann uns da im ersten Akt sagen, wo kommt, was kommt am Ende raus. Also, das ist ja faszinierend, finde ich. Und dann, für mich persönlich, glaube ich, ein bisschen so was Kabarettistisches ist da dabei. Und das ist die Würze da drin. Trotzdem gilt es noch immer, Vorurteile gegenüber dem Volkstheater auszuräumen. Da haben wir natürlich schon ein Problem, wenn du sagst Volkstheater oder Bauerntheater, wie auch immer, dass bei vielen der jungen Leute, ich rede jetzt nicht von den 20-Jährigen, ich rede jetzt zwischen 30 und 50 von jungen Leuten, dass dabei immer das, die hören das und sehen dann so gewisse Art von Komödienstadel und sagen so, das braucht man nicht. Wobei ich ja genau gegen das ankämpfe. Und ich sehe jetzt die Tendenz, dass sich unser Publikum verjüngt. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert. Die Aufführungen der Ibal-Bühne verbinden leibliches Wohl mit Georg Mayers preisgekröntem Anspruch, Theater für alle zu machen. Wann's lacht, nachher lacht's halt, oder? Wann's lacht, nachher lacht's halt. Wann's lacht, nachher lacht's halt. Also, Bauer, diese Aussage, die darf ich jetzt gleich schon mal als brutal blutig hochphilosophisch einschätzen. Wo haben die das her? Also. Ja, dieses brutal blutig hochphilosophische, ja? Wenn man da drum nicht bloß ein Hai und Stroh hat und sich so ganz nebenbei auch noch mit was Hecherem auseinandersetzt, kommt da drum irgendwann einmal notgedrungen sowas wie eine brutal blutige Hochphilosophie dabei raus. So, aha. Kommt da dabei. Egal ob per Lustspiel, Krimikomödie, Posse oder Boulevardstück. Georg Mayer schafft es nach Ansicht von Publikum, Kollegen und Kritik seit Jahrzehnten, dem Volkstheater hintersinnige Vielfalt und pralles Leben einzuhauchen. Schuld dran war der Jazz. Georg Mayers neues Stück, die Drei-Quartel-Bier-Rebellion, hat übrigens heute Abend Premiere auf der Ibal-Bühne in München-Solln.